Und Andrea Kreinbühl wird diesen Vortrag halten. Sie ist am Universitätsspital Zürich, arbeitet mit Professor Rogler und mit Luc Biedermann zusammen, ist die neue Oberärztin in der IBD-Sprechstunde. Und auch dir habe ich 4 Fragen gestellt. Ich freue mich. Danke. So, also wie Sie bemerkt haben, bin ich heute die einzige Referentin am heutigen Tag und deshalb möchte ich gleich beginnen mit einem Anliegen meinerseits. Hilfe! Alle Frauen weltweit sind heute in den Streik getreten. Sie fordern Gleichberechtigung. Helfen Sie mir, mein Kind. Es macht so komische Geräusche. Der Kampf der Geschlechter. Was hat es denn? Hunger? Bauchweh? Bitte. Geht in die letzte Runde. Es ist der größte Börsencrash der Geschichte. Totalausfall in den systemrelevanten Berufen. Angeblich wurde der Streik angekündigt, aber kein Mann hatte zugehört. Ja, genau. In diesem... In diesem Sinne möchte ich nochmal auf den heutigen Frauenstreiktag aufmerksam machen und kurz die wichtigsten Punkte betonen. Es geht eben um die Lohngleichheit natürlich, um einen Mindestlohn. Es geht um Zeit, also dass es möglich ist, auch als Frau mit eventuell Kindern zu Hause zu arbeiten, vor allem die, die das möchten. Und es geht um Respekt, insbesondere auch um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Dass das einfach alle nochmal mitnehmen, das wäre mir ein Anliegen. Genau. Und ich bin natürlich stolz. Grundqualität Schweiz hat sich hier angepasst, die passenden Farben gewählt zum Frauenstreiktag. Deshalb vielen Dank für das. Und entsprechend werden Sie immer auf den Folien auf dem, am rechten oberen Ecken dieses Symbol sehen, da wir doch das auch ein bisschen in diesem Sinne feiern wollen, diesen Tag. Nun zu meinen Fragen. Ich weiß, ich bin die letzte Referentin heute Abend und deshalb, ich möchte, dass Sie noch ein bisschen wach bleiben. Gewisse Sachen haben wir schon diskutiert, die werde ich dann nicht mehr wiedergeben und hoffe, dass wir so in der Zeit gut durchkommen. Zu den Symptomen im Krankheitsschub. Wir haben es schon mehrmals gehört heute Abend. Ich glaube, wichtig ist, dass eben Diagnose ja gestellt wird, dass es mehrere Aspekte sind und hier in der Mitte in Gelb eben die Symptomatik. Sie ist wichtig und sie stellt einen zentralen Aspekt dar für die Diagnosestellung. Nochmals auch das eine Wiederholung. Die Symptome beim Crohn und bei der Colitis können sich unterscheiden. Ich möchte insbesondere darauf eingehen, dass es sehr häufig ist beim Crohn, dass eben der Dickdarm und das Ende des Dünndarms, das sogenannte terminale Ileum, betroffen sind, und zwar in einer Frequenz bis 35%. Und dass es eben da häufig zu Durchfällen kommt, zu auch je nachdem unspezifischen Bauchschmerzen und bei der Colitis vor allen Dingen eben diese blutigen Durchfälle. Natürlich eben Gelenksbeschwerden, Müdigkeit, oder auch Augenschmerzen, generell die sogenannten extraintestinalen Manifestationen können natürlich bei beiden Erkrankungen auftreten. Definition von Notfall. Meine Frage war ja dann, wann sind meine Symptome als Notfall zu werten? Wann muss ich mich notfallmäßig vorstellen? Ja, was ist denn Notfall? Ich habe das hier mal zusammengetragen. Das hat mir Google dann geliefert, oder? Also das wird in Verbindung gebracht mit auch kurios, mit radiologisch äußerst. Natürlich, ich glaube, wir stehen alle etwas Ähnliches unter Notfall, aber es zeigt auch, dass es eben eine Interpretationsfrage ist. Dann nochmal zum Wörterbuch. Klar, Nummer 1, eine Situation, die dringend Hilfe benötigt. Nummer 2 dann etwas vager, Lage, Situation, in der etwas Bestimmtes nötig ist, gebraucht oder notwendig ist. Tönt jetzt alles nicht mehr so akut. Und auch ich habe ChatGPT gefragt. Luc Biedermann und ich haben das erst kurz vor Beginn des Vortrags herausgefunden, dass wir einfach ChatGPT ziemlich toll finden. Und ich habe dann gefragt, also hier, I suffer from a chronic inflammatory bowel disease, also ich leide an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. And what symptoms must I report to the doctor as an emergency? Also welche Symptome, bei welchen Symptomen muss ich mich jetzt eben notfallmäßig vorstellen?
Ich fand es teilweise gut, also zum Beispiel für mich wären das eben die akuten, also die schweren Bauchschmerzen. Ich gehe dann nochmals in der Zusammenfassung darauf ein, was für mich solche Symptome sind. Die schwere, also die Durchfälle, die zunehmen in hoher Frequenz, die sich vielleicht auch verändern, das hohe Fieber. Weniger oder fraglich oder einfach auch eben schwierig, weil eben die Definition Notfall manchmal schwierig ist, zum Beispiel die rektale Blutung, wie viel Menge, also was heißt rektale Blutung? Sind das kleine Bluttropfen auf dem WC, Toilettenpapier oder sind das wirklich große Mengen? Kommt das neu plötzlich oder nicht? Und das muss nicht immer ein Notfall sein. Und dann auch noch sudden weight loss, ja. Das heißt, der Gewichtsverlust, der plötzliche, er gehört abgeklärt auf jeden Fall, aber ist in dem Sinne nicht jetzt ein Notfallsymptom, wo ich mich morgen notfallmäßig vorstellen muss. Und hier nochmal zusammengefasst. Ich glaube, wichtig ist für mich einerseits der Punkt mit dem Fieber und Schüttelfrost, also Infekte. Wenn man plötzlich Fieber entwickelt, Schüttelfrost hat, das sind Alarmzeichen. Und da muss man sich notfallmäßig vorstellen. Dann, wenn sich plötzlich die Stuhlfrequenz ändert, je nachdem, bei den chronischen entzündlichen Darmerkrankungen ist man sich das gewohnt. Es ist vielleicht immer eine etwas erhöhte Stuhlfrequenz vorhanden. Aber wenn es dann wirklich 15 bis 20 Mal täglich ist, oder auch wenn sich eben der Durchfall verändert und wenn viel mehr Blut kommt. Was ich auch noch erwähnen müsste an dieser Stelle, sind die starken Augenschmerzen. Es ist sehr selten, aber es gibt Augenentzündungen, die eben auch mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen einhergehen können und die dann Augenschmerzen und Sehstörungen verursachen. Das sind sehr starke Augenschmerzen und die gehören immer und in jedem Fall notfallmäßig von einem Augenarzt abgeklärt. Es ist selten, aber ich wollte das mal erwähnt haben. Dann, was sind keine Notfallsymptome? Und ich meine natürlich nicht, dass das nicht ernstzunehmend ist oder dass das jetzt Bilder sind, die folgen, die nie ein Notfall sind, aber ich habe mir einfach Gedanken gemacht, wo würde ich jetzt mich nicht notfallmäßig vorstellen? Eben vielleicht wenig Blut am WC-Papier, also das ist, kann ein Notfall werden, aber jetzt nicht akut innerhalb der nächsten 24 Stunden. Gelenksschmerzen, sehr häufig auch, aber ist nicht in dem Sinne ein eigentlicher Notfall. Kopfschmerzen, klar, wenn sie sehr stark sind, dann ist es auch ein Notfall. Dieser junge, adrette Herr, der sich da leicht an die Flanke fasst, erscheint Schmerzen zu haben, aber jetzt nicht akuteste Schmerzen. Er kann noch gehen oder Sport treiben. Hautveränderungen, das ist zum Beispiel ein Bild von einem Pyoderma gangrenosum. Das kann auch eine Mitmanifestation sein bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Natürlich, wenn sie innerhalb von Stunden auftreten oder wenn man ein Medikament bekommen hat und das könnte eine allergische Reaktion sein, dann sollte man sich natürlich auch notfallmäßig vorstellen. Und auch zum Beispiel die Marisken. Das sind beim Darmausgang diese Hautläppchen, die sich bilden können, wenn man mal insbesondere Hämorrhoiden hatte. Und das sind wie Überbleibsel von Hämorrhoiden. Und das ist nicht gefährlich. Man könnte das theoretisch kosmetisch, wenn man das stört, entfernen lassen. Aber es ist kein Notfall. Nun, was soll ich tun, wenn meine Symptome wiederkehren? Ich denke, es ist wichtig, dass man sich zuerst vielleicht fragt, gibt es einen Grund, dass sie wiederkehren oder was hat sich geändert? Also zum Beispiel, habe ich die Medikamente eingenommen, eben was könnten Auslöser für den erneuten Schub sein? War ich vielleicht im Ausland? Habe ich Antibiotika erhalten? Hatte ich eine Operation? Es gibt halt immer viele Gründe, die eben diese Schübe triggern können. Und dann, in welcher Frequenz treten diese Symptome auf? Zum zweiten Punkt, die erneute Konsultation beim betreuenden Arzt. Also, was soll ich tun? Wann muss ich mich vorstellen? Bei wem muss ich mich melden und vorstellen? Und ich denke, primär auch hier wieder die Frage, milde Symptomatik, mittelgradig bis schwere Symptomatik und eben der Notfall. Und
bei einer milden bis mittelgradigen Symptomatik, das ist natürlich, auch wieder immer sehr persönlich, sollte man sich innerhalb der nächsten Wochen, Monate beim, möglicherweise beim bereits bekannten betreuenden Gastroenterologen vorstellen oder einen Termin vereinbaren. Wenn es schwergradige Symptome sind, Durchfall in Frequenzen von 10 bis 15 Mal täglich, eben Fieber, Infekt, Schüttelfrost, und auch wenn es zum Beispiel zu Kreislaufproblemen kommt, alles, was ich auch vorher schon aufgezählt habe, dann ist das eben diese Situation, wo man sich je nachdem auf der Notfallstation vorstellen sollte oder kann, versuchen vielleicht den Gastroenterologen zu erreichen. Aber ich weiß, wir sind manchmal schwierig erreichbar, das ist so. Vielleicht hat man auch einen Mailkontakt, wo man sich melden könnte und sonst sicher auch ist der Hausarzt eine Anlaufstelle für die erste Standortbestimmung. Dann Diagnostik, wir haben es gehört, Calprotectin ist ein sehr guter Marker, es ist eben dieser Entzündungsmarker im Stuhl und was ist einfach für uns der beste Marker, den wir kennen. Und dann, wir verwenden eigentlich immer die Darmsonographie, um den Verlauf zu beurteilen, je nachdem, weil man da auch eine Aktivität im Darm sehen kann. Und dann je nachdem, haben wir auch schon gehört, gehört eine Endoskopie dazu, also eine Magen- oder Darmspiegelung. Und auch je nachdem die Bestimmung der Medikamentenspiegel. Zum Beispiel beim Remicade, beim Infliximab kann man zum Beispiel den Spiegel bestimmen und schauen, wirkt das Medikament überhaupt noch. Muss man auch da einen Wechsel vornehmen. Dann noch kurz, dass Sie den Begriff mal gehört haben, Strides, das sind einfach Therapieziele, an denen wir uns orientieren. Und was ich einfach sagen will, für uns ist das Therapieziel, dass die Entzündung nicht mehr sichtbar ist in der Spiegelung. Also wenn wir eine Darmspiegelung machen vom Dickdarm, dass wir das, diese Entzündung nicht mehr sehen. Kurzfristig natürlich die Kontrolle der Symptome. Und eben langfristig, dass eben dieses Endoscopic Healing vorhanden ist, eben die Heilung, was wir in der Spiegelung sehen. Dann, wann sollte ich zur Folgeuntersuchung kommen? Das habe ich jetzt auch ein bisschen zusammengefasst. Im akuten Schub, je nach Schweregrad, nach 4 bis 12 Wochen. Nach einem Schub und Beginn einer neuen Therapie, eben auch so in 12 Wochen, dreimonatlich. Dann seit kurzem in Remission, also es geht einem gut, die Krankheit ist kontrolliert. Dann 3 bis 6 monatlich und bei Patientinnen und Patienten, die längerfristig gut kontrolliert sind, kann man diese Intervalle je nachdem auch sogar auf 6 bis 12 monatlich ausdehnen, je nachdem wie die Vorgeschichte war und wie der Krankheitsverlauf war. Das ist einfach für mich jetzt so ein Versuch, eine Annäherung, was Intervalle sein könnten. Das ist nicht, auch nicht in Stein gemeißelt. Das kann je nachdem und vor allem individuell unterschiedlich sein. Aber das könnte so ein Schema sein, an das wir uns plus minus halten. Dann zu den Folgeuntersuchungen. Haben wir auch schon einiges dazu gehört. Und da auf der rechten Seite, und ich mache es jetzt ein bisschen rascher, sind eben diese Intervalle, haben wir vorhin von Pascal Frey bereits gehört, wann denn die Kontrollen stattfinden sollen. Ich glaube, ein guter Indikator ist ganz oben, alle 5 Jahre, plus minus für Crohn und Colitis. Und dann immer in kürzeren Abständen, eben wenn Erkrankungen da sind oder Komplikationen da sind, die eben zu Folgeschäden führen könnten und eben auch zum Beispiel, wenn die Familienanamnese positiv ist für den Darmkrebs und insbesondere dann auch in jährlichen Abständen, wenn diese angehörige Person weniger als 50 Jahre alt war bei Erstdiagnose des Darmkrebses. Und wie gesagt, auch vorher schon angetönt bezüglich der PSC, dieser Gallengangserkrankung der Leber, die eben mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen einhergehen kann, da sind dann engmaschige Kontrollen jährlich indiziert. Man muss aber sagen, diese Erkrankung ist selten insgesamt. Nun, eine Frage an Sie, wenn Sie mir gut zugehört haben. Ein Patient und eine Patientin natürlich, kommen zusammen in meine Sprechstunde. Sie müssen durch einen Metalldetektor gehen und
Was passt hier nicht? Sie haben das Calprotectin vergessen. Sie haben die Stuhlprobe nicht mitgenommen. Und ich möchte das unbedingt zeigen, weil einfach das nochmal zu betonen, es ist für uns ein wichtiger Marker. Und es gibt uns vor allem einen guten Verlauf. Wir können dann sehen, wenn sie quasi, wenn die Entzündung nicht da ist, wie hoch ist der Wert? Und wenn sich eine Entzündung anbahnt, steigt der Wert an? Wie stark steigt er an? Und daran orientieren wir uns. Und wir sind jedem Patienten und jeder Patientin dankbar, wenn man das regelmäßig machen kann. Sie profitieren davon und wir können auch die Therapie entsprechend versuchen zu steuern. Es hilft uns sehr. Nun, wo kann ich mehr Informationen zur Krankheit bekommen? Ich muss Ihnen gestehen, als ich mich hier für den Vortrag vorbereitet habe, ich orientiere mich ja dann an dem Fachchinesisch, also wo wir Ärzte uns weiterbilden und an Kongressen, habe dann gemerkt, das ist eigentlich nicht patientengerecht, das ist irgendwie zu komplex und das würde man, das versteht man teilweise nicht so gut. Und ja, ich habe dann auch wieder Dr. Kugel gefragt und er zeigt mir halt an, ja, 80.000 Ergebnisse, wenn ich da mal frage, chronisch entzündliche Darmerkrankung, Blut im Stuhl, was muss ich machen? Und dann eben die Empfehlungen sind so, ja, wahrscheinlich Cortison, finde ich ziemlich vage, hat mich irgendwie nicht befriedigt. Dann, ja, wie komme ich nun schnell an gutes Fachwissen? Und klar, ich finde, ich habe mir die Homepage gut angeschaut und ich finde, sie ist gut gemacht von Crohn und Colitis Schweiz. Dann habe ich auch in Deutsch mein Leben mit CED.ch. Das fand ich anschaulich, übersichtlich. Da wird auch gut informiert, Therapieoptionen werden erklärt. Dann MSD Manuals. Wenn man googelt, landet man auch schnell mal auf dieser Homepage. Ich finde das noch ansprechend, weil es werden eigentlich alle medizinischen Themen behandelt. Und man kann dann immer auswählen, ob man eine Ausgabe für Patienten oder für medizinische Fachkreise beanspruchen möchte. Und auch Ärzte, weiß ich, die lesen dann diese quasi ärztliche Empfehlung auch ab und zu durch. Und ich finde auch das für Patienten, finde ich, gut gemacht. Und das ist relativ detailliert. Und dann noch zwei Homepages aus dem Englischen, die ebenfalls, finde ich, gut aufgezogen sind. Das ist die Homepage auch Crohn's and Colitis Foundation aus Großbritannien einerseits. Und andererseits crohnsandcolitis.org, das ist die australische Seite. Ich finde, sie sind didaktisch gut gemacht, sie sind übersichtlich. Und wenn Sie Englisch ein bisschen verstehen, ist es relativ einfach aufgebaut, dann können Sie vielleicht dort auch zur ein oder anderen Information kommen. Und wenn Sie nicht gut Englisch verstehen, dann gibt es ja das DEEPL, das ist D-E-E-P-L geschrieben. Das ist eine super Übersetzung, also ein Übersetzungstool. Da können Sie eigentlich alles reinkopieren in Englisch und Sie können es dann nachher in Deutsch nachvollziehen. Das kann ich auch empfehlen. Genau, und nochmals hier über die Crohn und Colitis, über diese Homepage, da gibt es noch diesen Podcast, habe ich auch reingehört, finde ich ziemlich ansprechend, muss ich sagen. Ich finde, es hat gute Themen, die behandelt werden. So sieht das dann aus, man findet die Links über die Homepage und auch diese App, CED Forum, habe ich mich auch gestern registriert, mal eingeloggt und ich glaube, auch wenn man mit Betroffenen sprechen müsste, finde ich das eine gute Wahl oder sicher eine Option. Und dann noch was ich gut finde, wenn man hier auf Downloads geht, auf dieser Seite, dann kommt man unter weitere Informationen, gibt es so Broschüren und Infos und da gibt es eines für Schmerzmittel mit UNCD und das finde ich recht gut. Das listet eigentlich nochmal alle Schmerzmittel auf, die wir eher nicht empfehlen und auf was man aufpassen muss. Also auch was man, auch zum Beispiel gibt es ja vor allem die gewisse Penicillin-Antibiotika oder die Beta-Lactame, die man eher nicht verschreiben sollte, weil sie Schübe auslösen können. Und eben auch gewisse Medikamente können solche Schübe auch auslösen. Und es gibt vielleicht Ärzte, die das nicht wissen und deshalb müssen Sie den Ärzten sagen, nein, ich darf dieses Medikament oder eben dieses Schmerzmittel nicht einnehmen. Und wenn Sie es vergessen haben, welche Mittel das sind, kann man sich zum Beispiel eben hier informieren. Und noch zu guter Letzt, dass ich nicht noch überziehe als Einzige. Stefan Wawrika ist schon ein bisschen nervös, ich bin fast fertig. Einfach wegen der Buchform. Es gibt viele Empfehlungen. Ich selber
habe keine gute Empfehlung. Ich kann es einfach nicht sagen. Ich habe aber eine Seite gefunden, www.lebenmitced.de. Da gibt es Buchempfehlungen. Es sind nicht zu viele, es sind so 20 bis 30 an der Zahl. Und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen durchliest, gibt es einige Empfehlungen, wenn man sich lieber so mit Büchern hinsetzt und das irgendwie ansprechender findet als das Internet. Und das war es. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Aha, ja. Genau, wir haben auch für dich einige Fragen, auch wieder aus dem Chat. Eine Frage ging so in Richtung Fatigue. Hast du vielleicht zu diesem Thema Fatigue, Symptome, Fatigue, wie ist dein Approach? Also es ist ein sehr häufiges Symptom und es ist immer manchmal auch schwierig, das zu behandeln. Aber mein Approach ist primär mal zu schauen, ob es denn gewisse Supplemente oder Vitamine gibt, die eventuell tief sind im Blutbild, auch ob das eine Rolle spielen kann. Das finde ich sinnvoll, vor allem das Eisen, B12, Vitamin D. Und dann, wenn ich da nichts finde, denke ich natürlich je nachdem auch an eine Nebennierenrindeninsuffizienz. Entschuldigen Sie das lange Wort, aber das heißt nichts anderes, als wenn Sie häufig Cortison erhalten haben, dann kann es sein, dass der Körper selber nicht mehr gleich viel Cortison herstellt. Und das macht eben diese Nebennierenrinde. Und das kann auch müde machen, das kann man testen. Und dann versuche ich auch noch ein bisschen zu schauen, von der psychologischen Seite her. Wir haben unterstützende Therapien mit Mind-Body-Medicine, auch zu schauen, wie ist das Coping mit der Erkrankung, wie kann man damit umgehen, ob da vielleicht noch Hilfe gewährleistet werden kann. Ja. Da gab es übrigens auch eine lustige Frage im Internet, nämlich ob es medikamentöse Therapien gibt, wie man Stress reduzieren kann. Also ich denke, dass man da wahrscheinlich an das Thema Cannabis und so weiter gedacht hat, aber vielleicht gibt es medikamentöse Therapien, um Stress abzubauen. Nein, also ich glaube ja, uns wird ja eher vorgeworfen, dass wir immer zu viele Medikamente verschreiben und deshalb wäre ich jetzt insbesondere bei dieser Thematik sehr zurückhaltend und ich finde eben eher so diesen psychologischen Approach, Gesprächstherapien oder eben Mind-Body-Medicine finde ich sehr gut für das und insbesondere halt beim Beruf selber oder bei der Berufswahl kann man vielleicht auch etwas ändern oder anpassen. Ja. Gut, gibt es Fragen von Ihrer Seite? Jetzt haben wir jetzt noch die einmalige Gelegenheit. Aber ich weiß, es ist immer schwierig, so in seinem Forum. Deshalb hatten wir auch viel, viel mehr Fragen im Internet als jetzt von Ihnen. Aber da vorne gibt es eine Frage. Sie hat vorher gesagt, wir müssen dem Arzt sagen, natürlich nicht dem Gastroenterolog. Nein, das dürfen wir nicht nehmen, das ist nicht gut für den Darm. Oder? Das ist natürlich recht peinlich, wenn ich dem Hausarzt muss sagen, das nehme ich nicht wegen meiner Colitis. Ja, aber... Ich glaube, mit dem muss man leben. Nein, ja, oder eben halt die Broschüre oder eben das Pamphlet kann man auch mal ausdrucken vielleicht und mitnehmen. Vielleicht profitiert er auch, wenn er es noch mal sieht, schwarz auf weiß. Weil es ist nicht, dass man ein schlechter Arzt ist. Also man ist nicht ein schlechter Arzt, wenn man es nicht weiß. Entschuldigen Sie, Schweizerdeutsch. Aber es gibt einfach in der Medizin viele Fachgebiete und vielleicht auch Sachen, die man mal eben nicht weiß. Und manchmal ist man froh, wenn einem das von Patienten gesagt wird. Ich lerne auch immer wieder von Patienten, ja. Gut, weitere Fragen? Dann auch dir ganz herzlichen Dank und wir kommen schon fast zum Schluss. Es gibt noch... gibt noch eine persönliche Mitteilung und zwar, ich betreue unter anderem auch Masterstudenten und Dissertantinnen und eine von diesen Dissertantinnen, die ist heute da, vielleicht stehst du schnell auf, Frau Dr. Wespi, sie ist also eine junge Assistenzärztin, möchte gerne ihre Dissertation schreiben und wir hatten ja gerade gehört, es gibt ja ganz viele verschiedene Symptome im Rahmen von Crohn und Colitis ulcerosa und was wir denken, was ein wichtiges Symptom ist, was bis anhin so ein bisschen stiefmütterlich von uns Gastroenterologen behandelt wurde, ist so dieses Thema Stuhldrang, oder? Das ist das Symptom, denke ich, was Sie am meisten plagt, wenn Sie das haben, weil Sie ja dann plötzlich Ihren gesamten Tagesablauf eigentlich nach diesem Stuhlgang ausrichten müssen. Sie müssen immer wissen, wo ist die nächste Toilette,
Sie müssen sich sicher zuerst entleeren, bevor Sie die Wohnung verlassen. Also das sind so Symptome, über die redet man nicht gerne, aber werden von uns Gastroenterologen auch viel zu wenig wahrgenommen. Und deshalb würden wir gerne quasi bei Patienten mit Crohn und mit Colitis ulcerosa befragen, inwieweit dieses Symptom eigentlich eine Rolle spielt und inwieweit dass das für Sie ein Problem darstellt. Und deshalb wären wir wirklich froh, wenn Sie sich da einloggen würden. Hier vorne hat es dann noch für die unter Ihnen, die vielleicht kein Handy haben, hat es auch noch so ein Blatt, wo Sie dann die entsprechende Internetseite aufrufen können. Und wenn Sie diese Fragen beantworten könnten, das würde uns wirklich extrem helfen. Und ich glaube vor allem auch du würdest wahrscheinlich sehr froh sein, Nadia, wenn du da noch mehr Rücklauf hättest. Also das nur als kleine persönliche Anmerkung. Sie würden wirklich einer jungen Assistentin helfen, ihre Dissertation wirklich gut abzuschließen. Gut, damit sind wir doch recht pünktlich fertig geworden. Darauf bin ich recht stolz, weil wer schon früher mitgemacht hat bei diesen CCS-Veranstaltungen, weiß, dass es eigentlich chronisch immer überzogen wird. Aber heute sind wir pünktlich fertig geworden. Nochmal ein herzliches Dank an die Sponsoren, ein herzliches Dank an CCS, dass wir hier auftreten durften. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, einen schönen Apero. Der eine oder die andere Ärztin werden dann noch vor Ort sein. Sie können uns auch noch fragen. Und damit einen guten und guten Nachmittag.